24. Mai 2021. Ich wollte noch kurz was sagen zur 53. Sitzung vom Corona-Ausschuss. Ich hatte ja schon über den ersten Teil berichtet und der weitere Teil, wo dann der Historiker und der Psychiater Hans-Joachim Maas und noch ein Psychologe, Herr Zichol, sprechen, über den Teil wollte ich heute noch ein bisschen was sagen. Also der Historiker wiederholt im Prinzip nur noch mal, ich glaube ab Stunde 2 und 30 Minuten, dass wir im Prinzip nie wirklich eine Demokratie hatten. Für Leute, die sich noch nie mit dem Thema beschäftigt haben, ist das wahrscheinlich unvorstellbar, aber vielleicht werden die dann mal neugierig, um sich mit dem Thema zu beschäftigen. Also der erklärt auch sehr schön, warum es Souveränität nach seiner Meinung eigentlich gar nicht gibt. Weil es immer Menschen gibt, die durch Geld Einfluss auf gewählte, legitimierte Politiker nehmen können. Und in dem Moment ist eigentlich mit der Demokratie vorbei, wenn andere sich einmischen können. Aber das Thema lasse ich jetzt mal, weil ich wollte noch was zu dem psychologischen Teil sagen, wo der Dr. Hans-Joachim Maas spricht. Den kenne ich schon bevor Corona war. Da hatte ich mal ein Buch von dem gelesen, Die Beziehungsfalle. Ein sehr schönes Buch, wenn man ein bisschen forschen will, welche Stolperfallen es in Beziehungen gibt. Sehr interessant. Also das ist wirklich ein Buch, was zum Nachdenken über sich selber anregt. Ne? Warum will ich irgendwas in einer Beziehung und woher kommt dieses Bedürfnis? Und alle Wege führen nach Rom und in der Psychologie führen immer, oder einer, der ist ja Arzt, der ist ja Psychiater, jedenfalls in dem Bereich führen immer alle Wege in die frühe Kindheit. Und ich bin auch ein großer Fan von Stefanie Stahl, die immer über das innere Kind ganz viel schreibt, wie man Bedürfnisse des inneren Kindes praktisch bearbeiten kann, damit die einen in Ruhe lassen, damit man in Ruhe eine schöne Beziehung führen kann. Weil das immer die Stolperfalle ist für alle Probleme, die man im zwischenmenschlichen Bereich hat, sei es mit Partnerschaft, mit Freundschaft oder auch mit Geschäftsbeziehungen, ist alles das Gleiche. Und die Antwort liegt in der frühen Entwicklung, was man erlebt hat, was zu kurz gekommen ist, was frustriert worden ist, was nicht sein durfte und so weiter. Und alle sind sich da einig, auch dieser Professor Franz Ruppert, die erzählen alle das Gleiche. Jedenfalls hat der Hans-Joachim Maas, für alle, die jetzt noch nicht ausgeschaltet haben, weil ich fände es immer so schade, dass das Thema Psychologie und frühe Kindheit, dass das die meisten Leute nicht interessiert. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass die Situation, die wir im Moment in Deutschland haben, vielleicht mal dazu führt, dass manche Leute sich dafür interessieren. Weil, jetzt kommt der Punkt, wenn ich mir manche Politiker angucke, dann ist offensichtlich, dass die Probleme mit ihrer Persönlichkeit, mit der Art, wie sie andere Menschen und wie sie Beziehungen wahrnehmen und was sie davon für Überzeugungen haben, wie Beziehung laufen muss, ne? Ich der Politiker und du das Volk, das ist nichts anderes als jede andere Beziehung.
Es ist offensichtlich, dass es da Probleme gibt bei vielen Politikern. Und wir leben in einer Zeit, wo es hoch angesehen ist, wenn man ziemlich wenig Gefühl zeigt, weil man dann als stark gilt, als durchsetzungsfähig, als unkaputtbar und als Superhirn sozusagen. Man konzentriert sich nur auf Ratio und ist nicht so in der Gefühlsduselei. Und das gilt in der heutigen Zeit als ja, eine Stärke, und viele Führungspersonen sind auch narzisstisch, muss man leider sagen. Und ich glaube, dass das im Laufe der Jahrzehnte so zugenommen hat, dass wir mittlerweile ganz überwiegend regiert und verwaltet und bestimmt werden von Menschen, die genau so eine Persönlichkeitsakzentuierung haben. Und wenn das nicht Anlass ist, mal darüber nachzudenken, was bedeutet das eigentlich, wenn ein Kind eine narzisstische Störung entwickelt, dann weiß ich auch nicht. Eine bessere Gelegenheit gibt es nicht. Und ich weiß, dass ganz viele Menschen davon nichts hören wollen. Warum? Weil vielleicht jeder Mensch ein bisschen Ego hat und auch manchmal, ich sag mal, sich darin wiedererkennt, dass er auch irgendwas darstellen will, dass er auch irgendwie Recht haben will, dass er besser und klüger und ich weiß nicht was sein will und auch so einen Job haben will wie der Nachbar oder na, dieses, wenn sich Leute immer miteinander vergleichen. Was machen deine ehemaligen Schulkollegen? Das ist ja meistens, um zu gucken, was hat einer erreicht und was habe ich erreicht. Also dieses Vergleichen, das ist ja ganz beliebt. Na, und man postet dann auch immer das, was man hat und was man darstellt. Ist ja ganz wichtig. Und im Berufsleben wird ja vieles wirklich angepasst, nur damit man in irgend so eine Schablone passt, damit man auch möglichst tough und erfolgreich und schnell und durchsetzungsfähig und sowas, also sich halt so darstellt. Und warum rede ich da so viel drüber? Weil es einfach einer Gesellschaft nicht gut tut, wenn dieses Narzisstische überbetont wird. Wie gesagt, wir alle haben ein bisschen mit dem Ego. Ich kenne keinen, der nicht irgendwie eine Eitelkeit hat oder irgendeine Macke hat. Die Stefanie Stahl nennt das ja immer die Normalverrückten. Also sie will damit sagen, jeder Mensch hat irgendwo eine Prägung, wo er irgendeine Frustration in der Kindheit erlebt hat und eine klitzekleine Macke entwickelt hat. Das ist normal. Nur problematisch wird das, wenn man selber keine Einsicht mehr hat in die Macke, die man hat. Und wenn man Perspektivenwechsel nicht mehr kann, wenn man sich nicht mehr in andere reinversetzen kann und kein Mitgefühl mehr kann und ja, im Prinzip so einen Hass und so eine Zerstörungswut in sich trägt und das auch nicht mehr mitkriegt, dass man das normal findet, dass man anderen alles kaputt macht, damit man selber mehr hat. Also wenn man das nicht mehr erkennt, dass das irgendwie ungerecht ist und dass das ja so schlimm ist, dass andere auch nichts mehr mit einem zu tun haben wollen. Also wenn man alles das nicht mehr sehen kann, dann hat, sag ich mal, dieses narzisstische Ausmaß erreicht, was gefährlich ist. Und wenn solche Leute halt was zu sagen haben, dann hat eine Gesellschaft ein Problem. Und spätestens an dem Punkt, finde ich, sollte man sich mal interessieren für Narzissmus.
Also, es gab mal vor vielen Jahren so einen Fußballer, der hatte sich umgebracht wegen einer Depression. Auf einmal haben sich alle Menschen für Depressionen interessiert. Und das fand ich positiv, dass Menschen sich dafür endlich mal interessieren. Und mit Narzissmus würde ich mir jetzt wünschen, dass die Menschen sich endlich mal dafür interessieren, was das ist und wie das denn sein kann, dass führende Politiker an so einer schweren Krankheit leiden und keiner merkt das. Woran liegt das? Und der Hans-Joachim Maas, der hat sehr schön erklärt, was Narzissmus ist und dass das im Prinzip ein Trauma ist, was das Kind erlebt. Und gefühlt ist das für das Kind so, also wenn die Mama das Kind nicht liebt, dann ist das wie Sterben. Und das Kind will aber nicht sterben und deswegen fängt es an zu kompensieren. Das Kind bringt Leistung auf Teufel komm raus, damit die Mutter es gefälligst wahrnimmt und am besten auch anerkennt, wenn sie es schon nicht lieben kann. Das ist keine Schuldzuweisung, das ist einfach eine Tatsache. Es gibt manchmal Frauen, die, ja, ich sag mal, die auch nicht so gut mit sich selber verbunden sind und die Kinder bekommen und die einfach selber nie gelernt haben, sich selber zu lieben. Und wenn die dann ein kleines Kind haben, dann wird das überhöht. Dann wird das wie so ein Partnerersatz auf ein Podest gestellt und völlig überfordert eigentlich in dieser Rolle. Und das werden dann so kleine, ja, Prinzen, sag ich mal, so Wunderkinder, die immer über den grünen Klee gelobt werden, aber was die nicht kriegen, ist Liebe. Und was diese kleinen Kinder dann lernen, also bei Mädchen genau das Gleiche, das beschränkt sich nicht nur auf Jungs. Was diese kleinen Kinder dann lernen, ist, ich muss Leistung, Leistung, Leistung bringen und später im Leben Geld, Geld, Geld. Und das kriegt dann sowas, das wird ein Selbstläufer. Die haben einfach nichts anderes gelernt. Und was die auch nicht gelernt haben, hatte ich gerade schon gesagt, ist das Fühlen, wie geht's mir eigentlich? Weil das abgespalten wird, weil das so bedrohlich war, nicht von der wichtigsten Person, nämlich der Mutter, geliebt zu werden, dass das einfach abgespalten wird und an die Stelle kommt dann Leistung, Leistung, Leistung. Und jedes Mal gibt das einen Kick und ein Hochgefühl, aber das ist dann wie wenn man Wasser in ein Sieb gießt, das bleibt nicht. Und mit solchen Leuten haben wir es jetzt zu tun. Und wie gesagt, der Hans-Joachim Maas erklärt das wunderbar. Und was ich toll finde an dem ist, der hat so etwas Grundgütiges. Der beschreibt das Phänomen Narzissmus nicht mit dem Zeigefinger und auch nicht zynisch, sondern der versucht, einen mitzunehmen in die Perspektive des Kindes, nachzufühlen, wie das für ein kleines Kind wohl sein muss, so verlassen zu werden, so eine Not zu haben und selber damit irgendwie klarzukommen und sich dann halt so eine Lösung zu basteln mit Kompensation durch Leistung und so weiter. Und das finde ich hat was sehr Respektvolles und also der geht mit den Menschen angemessen um. Das sind verletzte Menschen, die zwar, ich sag mal, Böses tun, da muss man gar nicht drüber reden, da darf man auch nicht drüber hinwegsehen, aber es sind letzten Endes verletzte Menschen, die nicht wissen, was sie tun. Und die man eigentlich vor sich selber schützen muss, weil die sonst eine ganze Gesellschaft, sag ich mal, vor die Wand fahren.
Und nicht, weil sie unbedingt was Böses tun wollen, sondern weil sie es nicht besser können. Und das ist, also das ist mir echt unter die Haut gegangen, weil das ist auch, wie soll ich sagen, der Grund, warum ich meinen Beruf gewählt habe, weil ich auch die Dinge ähnlich sehen kann. Also wenn Menschen manchmal richtig absurde Dinge tun, wo andere Schaden nehmen und, dann ist oft mein erster Gedanke, was hat dieser Mensch erlebt, dass der sich zu so einem Verhalten hinreißen lässt? Das hat immer Gründe, die in der Kindheit liegen. Und ich finde es wertvoll, wenn es solche Leute gibt, die das vermitteln, weil das verstehen viele, die eine halbwegs normale Kindheit hatten, die verstehen das nicht. Und man ist dann, wenn man was davon versteht, ist man wie ein Brückenbauer, weil es geht ja letzten Endes um, wir sind eine Gemeinschaft und in dieser Gemeinschaft gibt es auch Leute, die kein Sozialverhalten können. Und wo man natürlich auch Grenzen setzen muss und wo man auch die anderen vor schützen muss. Aber es geht nicht um, dass man Leute in eine Wüste schickt. Es geht letzten Endes um, dass man eine Gemeinschaft ist und dass man zusammen eine Lösung findet, wie geht man mit solchen Leuten um, die es scheinbar nicht können, aber die das selber nicht einsehen. Das ist die Aufgabe unserer Zeit. Und ich bin jetzt auch nicht dafür, dass man mit Wattebäuschen wirft. Man muss eine Lösung finden, die dann auch greift. Also man kann nicht zulassen, dass einer alles kaputt macht oder mehrere alles kaputt machen. Aber die Lösung ist sicherlich nicht Ausgrenzung und nochmal spalten und nochmal spalten. Die Lösung muss irgendwie anders sein. Also wenn wir für uns beanspruchen, dass wir menschlich sind und dass wir ein Herz haben, dann braucht es neue Lösungen für, ja, ich sag mal, für schwer erziehbare Politiker. Die müssen nachreifen. Die müssen irgendwie lernen, dass sie einen Fehler gemacht haben. Und wie man das denen beibringt, weiß ich nicht. Ich habe nie in dem Bereich Resozialisierung gearbeitet, aber da sind Leute gefragt, die Ideen haben. Ich meine das ganz ernst. Das ist heute kein lustiges Video, aber mich hat das sehr berührt, was dieser Hans-Joachim Maas gesagt hat, weil der so wohlwollend. So, der hat wirklich ein tiefes Verstehen für solche Störungen und das hat so viel mit Wertschätzung zu tun und das braucht unsere Gesellschaft, weil wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir jetzt selber auch in so einen Gegenhass gehen und sagen, der und der hat uns alles kaputt gemacht. Das bringt uns ja auch nicht weiter. Diese Energie wollen wir nicht. In dem Sinne, also interessiert euch für, ja, frühe Kindheit. Und es fängt immer bei einem selber an. Was man bei sich selber anschauen kann, aushalten kann, das kann man auch bei anderen angucken. Und dafür würde ich gerne Werbung machen. So, ich wünsche euch alles Gute. Geht nach draußen. Es ist trocken.